Willkommen zu einer neuen Folge Goal News. Die Temperaturen klettern nach oben und auch in den News wird's hitzig, denn Çalhanoğlu lästert fies über Zlatan. Wird sie dann neuer Frankreich-Trainer? Verwirrung um Neymar, Pep wildert in der Bundesliga und nächste Runde im Zoff PSG vs. La Liga. Alle lieben Ibra außer Hakan Çalhanoğlu. Die beiden kennen sich ja noch aus der gemeinsamen Zeit bei Milan. Das Verhältnis gilt aber als angespannt. Çalhanoğlu, der inzwischen beim Rivalen Inter spielt, hat in einem Interview mit dem TV-Sender TV Buspor gegen Ibrahimovic ausgeteilt. Vor allem an dessen Feiermentalität scheint er sich zu stören. Wenn ich 40 wäre, würde ich so etwas nicht machen. Du bist ja nicht 18. Er liebt es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Er lebt sogar davon. Zlatan hatte ja kürzlich den Scudetto mit AC Milan gewonnen und den Titel mit Champagner und Zigarette im Mund gefeiert. Ja, Çalhanoğlu fand das aber total peinlich. Er hat dieses Jahr nichts beigetragen, nicht gespielt, will aber die Fans beeindrucken. Nach einer Knie-OP fällt der Schwede gerade 6 Monate aus, gilt bei den Rossoneri aber als wichtige Führungskraft. Die Antwort wird wohl nicht lange auf sich warten lassen. Happy, happy Birthday an eine ganz große Fußballlegende. Ja, Zinedine Zidane feiert heute seinen 50. Geburtstag und anlässlich seines Ehrentags gab er ein Interview in der L'Équipe und sprach dort über seine Zukunft. Zizous großer Traum, eines Tages die französische Nationalelf zu trainieren. Meine tiefe Sehnsucht ist da, das französische Team ist das Schönste, was es gibt. Der 50-Jährige schrieb ja selbst Fußballgeschichte, wurde 1998 Weltmeister und 2000 Europameister. Vielleicht kann er das Ganze ja als Trainer wiederholen. Große Verwirrung um Neymar. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ist ja alles andere als happy mit dem brasilianischen Superstar. Trotzdem soll sich dessen Vertrag in den nächsten Tagen laut der L'Équipe automatisch um 2 weitere Jahre verlängern. Erst 2021 hatte Neymar in Paris einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben mit einem garantierten Jahresgehalt von 40 Millionen Euro. Ja, jetzt greift wohl die Option, dass eben dieses Arbeitspapier um 2 weitere Jahre verlängert wird. Währenddessen versucht Pini Zahavi alles, um seinen Schützling wieder nach Barcelona zu bringen. Das berichtet El Chiringuito de Jugones. Ja, aber Barca soll überhaupt kein Interesse an einer Rückkehr haben. Dafür ist aber Juve interessiert. Ja, alles zu der Situation von Neymar stellen wir euch heute genauer in einem Transfer-Special vor. Einfach hier klicken. Aufgepasst, Pep Guardiola wildert wieder in der Bundesliga, aber nicht in Berlin, Dortmund oder München. Ausgerechnet in Ostwestfalen hat sich Pep in einen Spieler verliebt. Der ehemalige Arminia-Keeper Ortega Moreno verlässt wohl die Bundesliga und macht sich in Richtung Insel auf. Denn der Kicker bringt ihn mit Manchester City in Verbindung. Dort soll er hinter Ederson die Nummer 2 werden. Für Manchester City wäre der 29-Jährige ein absolutes Schnäppchen, denn er ist ja nach Vertragsende ablösefrei. Dass Ortega der Arminia entwachsen ist und den Club verlassen würde, stand ja eigentlich schon Ende der letzten Saison fest. Ja, nach anstrengenden Jahren mit dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga hat sich Ortega auf jeden Fall eine Pause auf der Bank verdient. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, das findet auch Javier Tebas. Wir hatten euch ja über die Aussagen von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi berichtet. Ich sag nur, ich kenne diese Person nicht. Jetzt schießt der La Liga-Chef auf seinem Twitter-Kanal zurück. Er verkauft uns alle für dumm und tritt bei der Marca auf, um uns mit der Arroganz eines Neureichen zu belehren. Danke fürs Zuschauen. Zlatans Feierstil, top oder flop? Und Ortega bei City, würde das Sinn machen? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Bis dann. Ciao, ciao.